Time for the PlayStation. Yeah, sock now weird. Maniac. Enjoy my channel and have fun. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. Es ist PlayStation 3 Zeit. Ich schaue mir heute mal ein weiteres Game an, das sehe ich zum ersten Mal in meinem Leben. Und zwar ist das PlayStation All-Stars Battle Royale. Und so sieht das von vorne aus und so von hinten. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine Art Smash Brothers Brawl irgendwas. Genau kann ich mir da jetzt nicht so was drunter vorstellen. Bei den Pickup-Videos habe ich zwar mal was eingeblendet, weil ich das da aus dem Internet irgendwo gefunden habe. Aber eben, sag mir jetzt so selber nichts. Und ich hoffe, ich komme hier einigermaßen durch, auch wenn ich hier keinen Online-Pass oder sowas habe, weil es kam ohne Anleitung, das Game. Es ist nur die CD drin. Von dem her, lerne das Spiel und spiele die Story jedes Charakters. Okay, also jedes werde ich jetzt mit Sicherheit nicht zocken. Erstmal zumindest. Ich gehe mal in Solo-Spiel rein. Hier gibt es übrigens noch Turnier, Wettkampfspiele gegen die ganze Welt austragen. Da muss man wahrscheinlich diesen Online-Pass dann haben. Versus-Spiel, Spiele mit Freunden oder der KI. Das heißt, wir können wahrscheinlich dann mehrere hier an einer Konsole oder so zocken. Anpassen, Optionen, Shop. Extras, sieh dir Charakterbeschreibung und Mitwirkende an. In den Shop gehe ich jetzt nicht. Neue Charaktere, Kostüme und mehr kaufen. Ja, okay. Ich hoffe, Solo-Spiel funktioniert so, ohne dass man was kaufen muss. Arcade, Kampfsprühprüfung, teste die Fähigkeiten mit einzigartigen Herausforderungen. Trainingsmodus, trainiere mit der KI oder Freunden und Tutorial. Ja, ich nehme mal das Tutorial. Ich hoffe, ich komme da einigermaßen drus. Einfach. Okay. Das ist doch der Typ da aus Parappa the Rapper, ne? Also von der PS1. Ich habe das Spiel nicht, aber ich glaube, das ist so eine Art Musik-Rhythmus-Spiel oder sowas. Bewege deinen Charakter mit dem linken Analogstick oder den Richtungstasten durch den Level. Zum Starten X drücken. Put some music on. Also, ich kann mich aber nur nach links oder rechts bewegen. Nach unten kann ich mich ducken. Nach oben ist nix. Okay, Bewegung, gut. Drücke zum Springen X und in der Luft nochmal X für einen Doppelsprung. Okay. Springe mit X in die markierten Bereiche. Aha. Cool. Grundangriffe können mit Quadrat, Dreieck oder Kreis ausgeführt werden. Aha. Greife mit Quadrat an. Dreimal mit Dreieck. Mit was hau ich denn da um mich? Okay. Dreimal mit Kreis. Ah, das ist was weiter weg. Führe einen einzigartigen Angriff aus, indem du eine Richtung gedrückt hältst und dann Quadrat, Dreieck oder Kreis drückst. Okay. Die Frage ist, kann ich denn greife mit nach oben und Quadrat an? Okay. Hat man so einen Aufwärtshaken, ne? Nach unten und Quadrat? Dann slidet man so da rein. Mhm. Links und Quadrat? Und nur Quadrat. Springe mit X und greife den Gegner in der Luft mit Quadrat an. Okay. Du erhältst AP für erfolgreiche Angriffe auf Gegner. Verwende AP, vielleicht Aktionspunkte oder was, für Superangriffe, um deine Gegner endgültig auszuschalten. Oh Gott, wie macht man denn das? Greife Gegner mit Quadrat, Dreieck oder Kreis an, um deine AP-Anzeige zu füllen. Ah ja, da unten füllt sich was auf.
wie man die dann gleich anwendet. Level 1! Okay, sobald du genug AP zusammen hast, kannst du einen Superangriff mit Bedacht einsetzen und dann so richtig zuschlagen. Mit R2 führt man einen Superangriff aus. Okay, und ich kann mir das alles merken. Okay. Abhängig davon, wie viele Aktionspunkte du hast, kannst du Superangriffe der Stufen 1, 2 oder 3 ausführen. Je höher die Stufe, desto verheerender ist der Angriff. Das heißt, je mehr man da sammelt, wahrscheinlich, und das auflädt. Level 1! Level 2! Führe mit R2 einen Stufe 2 Superangriff aus. Warte, bis dein Gegner aufhört zu blinken, um anzugreifen. Also im Moment blinkt er, glaube ich, nicht, oder? Dir werde ich einheizen! Level 1! Level 2! Level 3! Okay. Okay. Blocke Angriffe, um nicht handlungsunfähig zu werden. Superangriffe und Würfe können nicht geblockt werden. Ah ja, ich habe ja schon mal irgendwo erlebt, dass Würfe nicht geblockt werden können. Bei Virtua Fighter 5. Sehr geiles Game. Halte L1 gedrückt und blocke 3 Angriffe. Okay. 1. Ah, fuck. Also ich blocke mit dem Skateboard. Ja, mache ich gut, ne? Gar nicht. Mit Würfen kannst du deinen blockenden oder ausweichenden Gegner angreifen. L1. Wirf den Gegner nach vorn, indem du den rechten Stick in seine Richtung neigst. Ja, und dann? Ich hab was eingesammelt. Wirf den Gegner nach vorne, indem du nach oben neigst. Aha. Und nach unten. Durch Ausweichen kannst du die meisten Angriffe, aber auch Superangriffe umgehen. Oh Gott, das soll sich mal jemand alles merken, ey. Weiche aus, indem du L1 gedrückt hältst und nach rechts oder links dreimal drückst. Oh Gott. Aha. In der Luft kannst du den meisten Angriffen auch Superangriffen ausweichen. Aha. Weiche in der Luft dreimal aus, indem du springst und L1 drückst. Oh Gott. Das hätte ich mir niemals merken können, alles. Objekte bringen Sonderboni oder eine begrenzte Anzahl Spezialangriffe. Aha. Level 1! Schön zurück zu sein! Hebe ein Objekt auf, indem du drüber stehst und R1 drückst. Way, cool! Okay. Mit Quadratdreieck oder Kreis benutzt du ein Objekt. Wow! Drücke R1, um ein Objekt fallen zu lassen. Spieler verlieren Aktionspunktekugeln, wenn sie bestimmte Angriffe erleiden. Hebe sie auf, um AP zu sammeln. Zerstöre die Kiste und sammle 9 AP-Kugeln. Level 1! Gut. Sieg! Das war's. Oh, Junge, Junge. Dann geht's noch Fortgeschrittene und Kombos. Oh mein Gott. Ja, ich gehe jetzt hier mal zurück. Und ich möchte jetzt mal Arcade machen. Wähle deinen Charakter aus! Kratos. Aha. Ja, Parappa. Wusste ich's doch, Parappa. Wen gibt's denn alles hier? Fette Prinzessin. Ich kenne nicht alle, weil ich kenne ja kaum PS3-Games. Von dem her. Sweet Tooth. Ich weiß nicht, woher der ist. Radek. Sly Cooper.
Nathan Drake, ja okay, den kenne ich. Cole, weiß ich jetzt nicht. Böser Cole. Ratchet, ja, kenne ich auch. Zeus ist gesperrt. Isaac auch. Toro. Spike. Ah, Sir Daniel kenne ich, glaube ich, auch. Ja, Sackboy kennt man. Raiden. Mariko ist, glaube ich, irgendwie... Heavenly Sword, kann das sein? Heihachi. Dante. Big Daddy. Hier, ich hab's vor mir, aber ich komm grad nicht drauf. Bioshock, genau. Ah, Jack. Jack und Dexter. Gucken wir mal, wie Kratos ist. Kann ich jetzt auswählen, gegen wen ich dann anspiele noch? Was soll das hier bedeuten? Ich weiß nicht, was das heißt. Ich bin der Kriegsgott! Okay, wahrscheinlich verkacke ich jetzt als Kriegsgott. Volle Kanne kriege ich jetzt Gott voll auf die Fresse. Die ganze Stadt, vermächtet von einem Verneid auf seinen eigenen Sohn. Rasenden Gott. Das geht ja schon. Jetzt sitzen sie auf ihren bröckelnden Thronen und wagen, über ihre ehemalige Marionette zu urteilen. Während unten die Titanen, die ich rief, auf mich warten. Bereit, den Olymp zu überrennen und die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Das gefällt mir. Doch wenn ich eine so mächtige Armee wie die Titanen führen will, muss ich mich würdig erweisen. Da sind noch jene, die sich Helden nennen. Man spricht sogar von einem, der sich für einen Gott hält und alle herausfordert, die es mit ihm aufnehmen. Spannend, wie hier die Moves aussehen. Hört meine Pforte, Sterbliche. Seid auf der Hut. Hütet euch vor dem Geist Spartas. Das klingt ja schon mal ganz nett. Versus Nathan Drake. Gegen das Computer gesteuert, jawohl. 3 Minuten Schlägerei. Objekte aus, Hindernisse ein. Kann ich nicht einstellen irgendwie, ne? Okay. Dojo, Parappa the Rapper. Welcome. Das ist ein Ende. Okay, jetzt mache ich dich fertig. Fertig? Kämpf! Pumpsch! No. Chop! Boah, wo kommt das denn her, ey? Oh, was schmeißt er die ganze Zeit diese Fässer? Boah, Alter! Ich kriege hier gerade voll einen auf die Omme und nichts gerissen. Level 1! Scheiße, fertig! Not like that! Level 1! Ah, shit! In dem Moment, wo ich das nutzen wollte. Was passiert hier? Das ist aber ganz schön hektisch. Oh, in dem Moment, wo ich den greifen will. Level 1! Vorsicht! Kann ich das hier so nicht hin? Boah, ich krieg so einen die Fresse hier, ey. Ich hab überhaupt nichts gerissen. Das wird nix, Leute. Level 1. Der Hades wartet. Ah, Scheiße. Jetzt sammelt doch schnell die Aktionspunkte da ein. Sammelt sie einfach. Ich glaube, das muss ich wirklich noch mal ein bisschen üben, ey. Bevor ich da klarkomme. Warum kommt das her? Wer hat das aktiviert? Wo hatte ich denn die Wings her?
Das ist echt nicht einfach, stelle ich hier gerade fest, aber gar nicht. Level 1. Ah, oh, immer dann, wenn ich das aktivieren will, dann kriege ich ein Fass in die Fresse. Noch 10 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, wer hier gerade führt. 3, 2, 1, vorbei. So, wer hat jetzt gewonnen? Verlängerung. Verlängerung? Ich schlage dir den Kopf ab, Sterblicher. Drehen wir uns vielleicht auch mal um. Level 1. Oh, verdammt. Achtung! In dem Moment bin ich ja gerade rechtzeitig gesprungen, aber... Level 1. Kann ich jetzt mal... Ja, endlich habe ich mal getroffen. Boah, da hat er mich aus der Luft geschossen. Aussehen tut das ja nice, aber... Das ist ganz schön hektisch hier. Level 1. Und ich bin ja nur classically trained auf dem One-Button-Joystick. Noch 10 Sekunden. Drei, zwei, eins, vorbei. Habe ich jetzt endlich gewonnen? Legendärer Sieg, ich habe gewonnen. Aber, boah, das ist ganz schön hektisch, muss ich mal sagen. Was kann ich denn da machen? R1, L1? Achso, da kann ich durchschalten. Kein Gürtel, Symbole, Hintergründe, Intros. Ich habe irgendwie ein Intro freigeschaltet. Okay. Gut. Ja, okay. Fortfahren. Was? Muss ich jetzt gegen zwei Leute gleichzeitig kämpfen? Es ist ja heftig. Wie soll ich denn das schaffen? Da lädt er noch, ne? Alter Falter. Jetzt geht's aber ab hier. Loco, loco. Das ist ein Ende. Fertig? Jetzt kämpfe ich gegen zwei? Jetzt lose ich gegen zwei ab. Hier geht's ganz schön ab, Leute. Ah, ich kann da aus dem Wasser wieder rauskommen. Der Hades wartet. Ah, und leider hat das nicht geklappt, weil in dem Moment keiner griffbereit war. Ah! Level 1! Level 1! Der Hades wartet. Ein Hades, das ich berühre. Ich glaube, ich muss mir das nochmal das Tutorial doch nochmal angucken irgendwann. So nach dem Motto, wie konnte ich jetzt nochmal eine Ausweichrolle machen? Ich habe das schon wieder vergessen. Das ist echt, zählt's mir nach, Mann. Ich bin 46. Also von dem her, ich muss erst nochmal klarkommen. Wow. Du jetzt. Was war das? Irgendwie fällt hier gerade was auseinander. Was passiert denn hier jetzt noch im Hintergrund? Der Hades wartet. Jetzt spürst du mal. Ey, ich hab beide erwischt. Geil. Level 1. Tja, 2 auf 1 Streich, Trophäe. Der Hades wartet. Du weg. Ich glaube, das sieht erstmal nicht so schlecht für mich aus. Ich raff hier gerade nichts. Ey, das ist so hektisch mit dem Bild rein und raus und vor und zurück, ey.
bisschen zu hektisch. Level 1! Der Hase startet es! Level 1! Level 1! Was hüpft da alles durch den Bild? Der Dorf ist 10 Sekunden! 10 Sekunden noch! 3, 2, 1! Lass mich in dem Moment auch schnell was reißen. Sieht aus, als hätte ich gewonnen. 9 Punkte, 5 Kills. Ja, not so schlecht dafür, dass ich da echt ganz, ganz klar mal die Übersicht verliere, ey. Aufstieg auf Stufe 4. Siegmusik freigeschaltet. Jo, war nicht so schlecht, ne? Wie ist da meine Bilanz? Ein Outro und eine Siegesmusik. Freischaltungen. Okay. Ja, ihr habt gelost. Ich hab gewonnen. Ich hatte Schwein. Eine Runde mache ich noch, würde ich sagen. Why? Also jetzt wird's langsam fies, oder? Gegen 3 Gegner? Objekte ein, Hindernisse ein. Konnte ich wie nochmal aufheben? Mit L2 oder L1? Ne, mit L1 konnte ich ja blocken. Mit L2? Oder mit R2? Das ist ein Ende. Jetzt, oh. Ich orte Gefahr im Verzug. Der orangene Blitz! Fertig! Kämpf! Das kann ja Alter werden. Vor allem, wenn das so weit weg ist, ey, da erkennst du ja nüt! Level 1! Der Hans wartet! Ja, genau. Auf euch! Aber irgendwie habe ich auch einen Schuss. Hier geht's einfach nur. Ach du Scheiße, geht's hier zur Sache. Level 1, Level 1. Der Hals wartet. Boah, ey. Also ich muss schon sagen, das geht hier ganz schön ab. Ich kann gerade nicht springen. Ich hänge irgendwie fest. Wahrscheinlich war ich bis dran. Leg dich ins Zeug, Jack! So erledigt man das. Bin ich. Ich habe gerade überhaupt keine... Ich bin da außen. Ich habe überhaupt keine Übersicht, ey. Also es, ich muss schon sagen, es wird schnell unübersichtlich, wenn man dagegen so viele kämpft. Ich muss erstmal einfach... Wo ist man hier überhaupt? Da ist ein Fisch. Jetzt spürst du meinen Zorn! Ja, wenn ich das aufheben dürfte, vielleicht. Hier sind mir zu viele Leute im Weg. Level 1. Ich würde ja gerne mal diesen komischen Fisch oder was das ist. Ah, jetzt. Level 1. Cooles Zeug. Wie konnte ich den Fisch benutzen? Das war jetzt. Spürst du meinen Zorn? Keine Ahnung, der Fisch ist no weg. No more Mr. Night Guy. Ich hab gerade überhaupt gar keine Raffe mehr, was hier abgeht. Na Leute, es ist mir gerade so... Ich werde gerade nur noch durch die Gegend gekickt. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Oh, scheiße. Was, hatte ich jetzt wieder den Fisch in den Flossen? Keine Ahnung, ich hab's nicht im Blick. Ich hab's nicht im Griff gerade. Völlig null. Cooles Zeug. No, what happened? Level 1! Level 1! Der Hase wartet! Ah, dich hab ich! Now I'm mad! Wo bin ich? This will work. No way! Okay, legen wir los, Dad! Level 1! Ich hab hier wieder gerade nichts, ne? Ich verliere hier gerade voll die Übersicht. Feuer frei, amigo! Ja, Feuer frei! Level 1! Scheiße!
1. Vorbei. Oh, diesmal habe ich überhaupt keine Checkung, ey. Sag bloß, ich habe gewonnen. 4 Kills. Legendärer Sieg. Ich habe überhaupt keine Übersicht mehr gehabt. Scheiße. Aber gut. Irgendwie hat's gereicht, oder? Aber ich habe nicht so viele Punkte gemacht. Warum nicht? Ein Symbol freigeschaltet. Okay. Boah. Ja. Kommt man da auch irgendwie wieder raus? Aber ich glaube, das reicht mir, ey. Das ist ganz schön hektisch. Ich brauche eine Pause. Ich kann das nicht hier zwischendrin abbrechen oder so. Nee, der lädt jetzt erstmal. Wahrscheinlich muss ich warten, bis er geladen hat. Paris, Sly Cooper. Das ist ein Ende. Okay, gegen Big Daddy ist wahrscheinlich nicht zu spaßen, ne? Mit denen haben wir es zu tun. Fertig? Kämpft! Moment grad. So. Ich gehe mal auf Beenden. Also, das ist heftig, Leute. Wirklich verlassen, ungespeicherter Fortschritt geht verloren. Ja, das soll fürs Erste reichen. Ich hoffe, dass er zwischendrin jetzt mal den letzten Kampf gespeichert hat. Und dann werde ich mir das irgendwann nochmal genauer anschauen. Okay. Das war mal ein kurzer Einblick in PlayStation All-Stars Battle Royale. Ich finde, die Steuerung, da muss man echt eine Weile zocken, um das zu verinnerlichen. Ey. Das, also ich glaube, ich muss mir das Tutorial noch 2-3 Mal antun, bis ich da genau weiß, wie das sitzt. Ne, das ist echt nicht ohne. Ja, es ist ein interessantes Spiel. Ich bin noch nicht so ganz schlüssig, wie ich es einordnen soll. Es ist sicher kein schlechtes. Es wird hinterher ganz schön hektisch, ist mir aufgefallen, und das bin ich erstmal so nicht gewohnt. Ich mag es lieber ein bisschen ruhiger, was das angeht. Also das ist, ich finde es erstmal nicht schlecht, aber ich denke, ich muss dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben. Was meint ihr denn zu dem Game? Schreibt es mir mal in die Kommentare, und ansonsten hoffe ich, euch hat das Zuschauen Spaß gemacht. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst oder den Kanal abonniert. Hier gibt es so viel Zeug zu sehen auf meinem Kanal. Ansonsten bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video, macht's gut, euer Tomaniac.